1995. Okay. Genau. Wir haben uns im Tonstudio kennengelernt, denn ich hatte ein paar Songs geschrieben und dachte, die wollte ich gerne irgendwelchen Sängern anbieten. Und zu diesem Zweck brauchte ich ein Demo. Und da hatte ich in der Bremer Szene rumgefragt und ich kannte den Michael überhaupt nicht. Es hieß nur, es sei der beste Pianist weit und breit. Und ja, so sind wir sozusagen von 0 auf 100 gleich zusammengekommen. Sozusagen von nichts gleich eine CD. Ich war in der Zeit, 10 Jahre lang, hatte ich eigentlich nur Klassik gemacht. Ich schreibe für Streichquartette, für Streichquintette, für irgendwelche Bläserbesetzungen und so weiter. Und veröffentliche auch CDs, die so als Filmmusik eingesetzt werden. Und dann haben wir eine Sängerin gesucht. Und die haben wir gecastet sozusagen. Wir haben dann Sonja angerufen und einen Termin vereinbart. Sie kam aus Oldenburg, wir haben sie vom Bahnhof abgeholt. Und dann kam sie uns entgegen. Wir beide haben sie abgeholt vom Bahnhof. Und da kam sie uns entgegen und war gerade 19 und sagte nicht, was sie dachte, das erzählte sie uns aber hinterher, nämlich, was sind das für alte Säcke und mit denen soll ich zusammenspielen. Also wenn wir zum Beispiel in der Band jetzt so einen Titel von mir vornehmen, dann ist der selten so richtig durcharrangiert. Und dann legen wir irgendwie so los und Sonja singt ja alles vom Blatt, also der Titel ist dann erstmal unmittelbar da, so hörbar. Und dann kommen hageln die Ideen halt. Ne? Also wir spielen des Öfteren auf den Inseln und dann zwei Wochen hintereinander, jeden Tag 3 Shows, also 3 Auftritte. Und da kriegt man wirklich ordentlich Routine. Ne? Also da hat sich sehr viel entwickelt bei uns und insofern sind wir eigentlich ein eingespieltes Trio. Ja, also wenn wir uns sehen, dann ist das Gefühl einfach gleich wieder da, dass wir uns gerade erst gesehen haben und gerade erst die Bühne verlassen haben beim letzten Konzert. Es ist total vertraut. Musik und Literatur, das ist so ein kleiner roter Faden, der sich ja fast durch die Bandgeschichte zieht.
In my